Ha. Ich habe es kein einziges Mal geschafft. Vorhin ging es. Den ersten Angriff wegzurollen ist eine ganz gute Idee, aber ich mache mal Folgendes. Ich behalte mir die Taktik mal im Hinterkopf, aber ich bin da echt zu schlecht dafür. Ich mache mal Folgendes. Ich probiere es mal mit dem Rollen, ob es dann besser geht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich will es mal probieren, weil wenn ich jetzt hier 2 Stunden sitze und einfach nur immer, sage ich mal, übe, wie ich das Ganze jetzt pariere und es einfach nicht hinkriege, das ist halt auch doof. Ich probiere es mal so. Wenn es ja nicht... Drachenwappenschild, das brauche ich. So, wenn es ja nicht geht, probiere ich die andere Variante nochmal. Aber das mit dem Kontern, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin da echt zu schlecht dafür. So. Ich probiere es einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue jetzt mal, was am sinnvollsten ist und was am besten funktioniert. Na, komm her. Muss ich die eigentlich immer töten oder kann ich einfach dann vorbeilaufen? Vorbeilaufen wäre auch schön. Dam, da, dam, da, dam, dam, dam. Ich probiere mal was. Mir ist es nämlich irgendwie ein bisschen zu nervig. Ich probiere mal, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Na, bei dem könnte es schwierig werden. Ist der noch hinter mir? Er verfolgt mich zumindest. Das ist sehr gut. Wie gesagt, ich probiere es einfach mal. Er ist sehr nah, glaube ich. Kommt der hier rüber? Der kommt tatsächlich hier rüber. Was? Okay, es kommt eher mir nur hinterher. Mal schauen, wer schneller ist. Ne, wie ging das Lied? Das ist das Monty Python-Lied. Geronimo, lasst mich durch. Oh, ich bin auf den Kopf gesprungen. Toll. Aua. Okay, das ist auch doof. Ich glaube, der Cooper meinte mit den 4 Stunden, die ich brauche, nicht, dass ich da, keine Ahnung, 4 Stunden noch effektiv spiele. Ich glaube, er meinte einfach, dass ich 4 Stunden gegen den Gwyn kämpfe. Huh. 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 Ich bin gerade so ein bisschen so... Huh. Aha. Ausgewichen. Haha. Das Problem war der letzte eigentlich, dass ich da mich heilen... Na gut, mich heilen musste, das hat damit nichts zu tun. Das war, glaube ich, relativ schnuppe eigentlich, dass ich mich gerade geheilt habe. Das Problem ist einfach, dass ich zu langsam bin. Also ich habe das Reaktionsvermögen wie eine Schlaftablette. Wobei das sogar noch gegen Schlaftabletten eine Beleidigung wäre. Weil selbst eine Schlaftablette hat mehr Temperament als ich. Aua. Ich glaube, es ist auch dämlich, einfach durchzulaufen. Achso, der macht gar nichts. Achso, doch, der kommt doch mir hinterher. Wusste ich doch. Das letzte Mal ist mir auch hinterher gekommen. So, ciao. Okay, das lief so ganz gut. Nur einen einzigen Halt dran gebraucht. Und ich bin volle Leben und jetzt geht's los. Fürst Gwyn, bereite dich auf dein Ende vor.
Das hat gut geklappt. Okay. 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 Hä? Was? Was? Ja, ja, okay. Also ausweichen ist irgendwie auch nicht so die richtige Option, habe ich das Gefühl. Also ich muss irgendwie beides machen, glaube ich. Ich muss parieren und ich muss ausweichen dann. Also je nachdem, wie man halt spielen möchte, glaube ich. Aber ohne parieren werde ich den, glaube ich, nicht besiegen. Weil der ist echt krass und der macht halt seine Angriffe und ist halt so, der ist sofort halt wieder da. Das heißt, selbst wenn ich jetzt halt mich heilen würde, dann ist halt sofort wieder da, schlägt drauf und weiter geht's. Huh. Okay. Das wird ein spannender Kampf. Ich habe die Befürchtung, dass ich mit diesem Kampf so ein bisschen den Kampf gegen Smog und den Drachen töte. Dass das auf einen ganz neuen Level gehoben wird, dieser Kampf. Ja, das war schlau. Verdammt. Ich bin genau dagegen gesprungen. Normalerweise ist es immer so, wenn du irgendwo dagegen springst, dann fliegt das so weg. Hier genau reingesprungen und dann nö. Diesmal hat mich die Physik Engine verarscht. Schön. Aber es geht schneller, als wenn ich kämpfen würde permanent. Weil irgendwie nervt mich das, diese fünf oder sechs Gegner, die das sind. Das ist so, nee. Hat noch jemand eine Idee? Weil das Problem, selbst mit den Blocken kriege ich das halt nicht hin. Also ich kann den Damage, kann ich permanent blocken, das kann ich auch machen. Das Problem ist, aber es bringt halt nichts. Weil effektiv ist es dann so, dass ich keine Ausdauer mehr habe und nicht mehr ordentlich zuschlagen kann. Ich muss eigentlich letzten Endes parieren. Das mit dem Ausweichen ist dann so, naja. Die Frage ist, ob ich alle... Ich kann, glaube ich, nur dann bestimmte Angriffe parieren und müsste halt rausfinden, welche das sind. Kann das sein? Okay, ich mach's wieder. Was war das denn? Okay, ich mach's wieder normal. Ach, der Typ ist, glaube ich, auch runtergefallen. Ich bekämpfe die jetzt einfach wieder. Das ist die sicherste Variante. Dauert zwar länger, aber ist die sicherste Variante. Weil so ist das ein bisschen Käse jetzt. Kupi spielt Elite. Das ist schön für einen Kupi. Der muss, glaube ich, gerade Items, Geld farmen oder irgendwas. Seine 20 Trilliarden, dass er sein Schiff kriegt. So, weg mit dir. Also ich muss sagen, der letzte Gegner, ne? Also dieser Endgegner hier jetzt ist schon... Ich vermute jetzt mal, ich befürchte fast, dass die Dark Souls-Entwickler sich gedacht haben, wir machen den Gegner so, dass du alle Skills, alles was du gelernt hast in dem Spiel, dass du es halt einfach brauchst. Ich glaube, das ist das Problem.
Weil abgesehen vom Blocken habe ich eigentlich am Ende ja nichts mehr gemacht dann. Ich habe den Damage gerne eher nur noch geblockt. Und bin dann so durchgekommen. So mit Ausweichen oder Parieren. Also Parieren habe ich eh nie gemacht. Ausweichen habe ich am Anfang gemacht. Aber da, das vermute ich mal, wird das Problem sein. Oh, ist sogar mal weitergelaufen. Hat er sich mal nicht festgebackt. Interessant. Also ich mache die jetzt einfach mal wieder platt hier. Ansonsten ist es ein bisschen Käse. Die Frage ist wirklich mit dem Gewinn. Ich habe keine Ahnung. Das mit dem Parieren ist so... Da müsste ich... Eigentlich müsste ich fast dann nochmal das Parieren trainieren. Und zwar bei Gegnern, wo ich weiß, wo ich die Schläge parieren kann. Bei ihm weiß ich gar nicht, ob ich sie parieren kann. Ich habe keinen Schimmer. Geht bestimmt. Ich weiß nur nicht, welcher Angriff und wann ich drücken muss. Ist alles nur eine Timing-Sache. Na toll. Na toll. Ciao. So. Ich habe es ohne Parieren gemacht, weil ich es auch nicht kann. Jetzt müsste ich es eigentlich fast mit Parieren machen, bloß um dem Cooper zu zeigen, dass ich besser bin als er. So. Schwarze Ritterhellebarde. Okay, habe ich ja bloß schon eine. Man kann alles außer den Würgegriff bei Gwyn parieren. Okay. Also gut, ich lasse mich mal überraschen. Wir kriegen das schon hin. Nein! Ach Mann, was? Oh, ich lebe ja noch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich noch lebe. Ich dachte, ich bin tot. Da hatte ich noch einen Lebenspunkt übrig. Habe ich null mit gerechnet. Also ich glaube, bei dem Boss machen wir die 400 voll, oder? Machen wir die 400 Tote, machen wir voll. Ich bin übrigens, muss ich insgesamt sagen, ich bin eigentlich doch sehr überrascht. Weil, als ich mit Dark Souls angefangen hatte... war mein fester Glaube, naja, so viele Tode werden es schon nicht werden. Ich kannte Dark Souls hier überhaupt nicht. Dann hatte ich so die erste Zeit hinter mir. Und dann dachte ich so, naja, wird schon vierstellig werden. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich doch mit dem... bin ich mit der Anzahl der Tode eigentlich doch sehr zufrieden, muss ich sagen. Also fürs erste Mal durchspielen und so weiter, mit aktuell 356 Toten bin ich doch mehr als zufrieden. Von daher, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da... Also klar, ne, es wird natürlich Leute geben, die spielen das vielleicht auch ohne einen Tod durch, ich habe keine Ahnung. Wird es bestimmt auch geben. Beziehungsweise mit nur ein paar Toten, mit einer Handvoll Toten, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich bin eigentlich mehr als zufrieden. Ich habe mir dann am Anfang, gerade mit den Gargoyles, dann eine Stelle, wo ich mir, also erstmal ganz am Anfang, wo ich mir dachte, so, wo muss ich hin? Überall gehst du hin, wirst sofort massakriert. Fand ich mega krass eigentlich. Und... wenn man da mal reingekommen ist und so weiter, dann ist es doch eigentlich ganz gut gelaufen. Also ich muss sagen, ich bin doch mehr als zufrieden, muss ich sagen.
dachte, der fällt da jetzt runter. Ich dachte, ich falle da jetzt runter, dann wäre, das wäre ja, naja. Ach ja. So. Die haben wir. Dann fehlen bloß nur die zwei Hampelmänner da unten. Mist. Man sollte nur einen Schlag machen bei dem. Und vor allem sollte man nicht vergessen, sich zu heilen. Ach ja, so. Meister Brocken. Also gut, schauen wir mal. Ich lass mich überraschen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon am Gewinn hängen jetzt. So, ciao. Das Lustige ist, die 20 Heiltränke braucht man auch auf jeden Fall. Die braucht man wirklich hier. Also gut, naja, eigentlich nicht. Wenn man es richtig spielt, braucht man nicht gar keinen Heiltrank hier. Zumindest in der Etappe. Okay, was war das denn jetzt? Oh, ich hasse es. Das erste Mal hat ganz gut geklappt. Das erste Mal hat echt ganz gut geklappt, aber dann ist irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss dann auch ein bisschen auf Abstand gehen immer. Das Problem ist, was ich nicht gecheckt habe, ist, ich habe es einmal geschafft. Da bin ich ausgewichen und ich habe es geschafft. Er ist gesprungen und ich konnte ausweichen mit dem Rollen. Jetzt irgendwie ging das gar nicht. Muss ich dann auf ihn zurollen? Also ich bin jetzt gerade nach rechts gerollt. Das hat nichts gebracht. Bin ich vorhin auf ihn zugerollt? Ich weiß es nicht mehr. So. Ah, kann man ja parallel üben. Ich weiß nicht, ob ich auf den zugerollt bin oder weggerollt bin. Ich glaube, ich bin zugerollt auf ihn. Und dann hat er mich mit seinem Sprungangriff nicht erwischt. Ich glaube, daran lag es tatsächlich. Dass ich da vorhin kein Damage gekriegt habe von ihm. Den Sprungangriff weiß ich nicht. Generell weiß ich nicht, kann man Sprungangriffe parieren? Das wäre ein bisschen Blödsinn, oder? Wobei, wäre eigentlich auch super, ne? Der springt halt, der macht damit seine Waffe den Damage. Eigentlich müsste es gehen. Ist ja wahrscheinlich das richtige Timing herauszufinden, ist das Spannende. Ich glaube, das ist einfach das, wie du halt das Timing dann machst, dass du bei dem Sprungangriff ihn dann einfach fertig machst. Weiß ich gar nicht, müssen wir mal probieren. Das wäre eigentlich ganz praktisch und mal ganz passabel. Mehr auf Abstand gehen. Ja, müssen wir mal probieren. Müssten wir echt mal probieren, auf Abstand ein bisschen zu gehen. So. Au. Dieser schnelle Angriff, ne? Ciao. Nein! Nein! Ah, das gibt's nicht. Dieser blöde Penner. Dieser blöde Penner einfach. Verstärkt kritische Angriffe, reduziert Laberschaden.
Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Machen wir es doch mal so rum. Hartstahlring. Wäre doch auch mal eine Möglichkeit. Hartstahlring. Ich frage mich, warum die Geister hier so lang laufen, warum die hier so patrouillieren. Das checke ich nicht. Hm. Lalalalalala. Ofen der ersten Flamme. Dumm die dumm da 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 da. Mist. Na gut. Auszug große Heilung. Das Problem ist, wenn wir diesen Heil zaubern, dass du halt immer so einen Kreis dann außen rum machst. Also wenn es der ist, den die NPCs zum Beispiel machen oder die, die Gegner machen, dann hast du außenrum so einen Kreis dann immer, da stehst du drin und heilst dich dann. Hat von dem Cooldown her das genau das gleiche wie das Estus Flakon, ist halt aber ein bisschen schwieriger. Oder ist halt ein bisschen, naja, weiß nicht. Wirkt irgendwie ein bisschen blöder. Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. So. Okay. So. Mich mal überraschen. Okay, den kann ich nicht blocken, den Angriff hier. Hä? Was? Ich hab doch den Schild hochgehalten. Ich hab ihn doch hochgehalten. Steht denn da? Ach, Feuerkugel steht da, okay. Ist bestimmt auch super, den Gewinn hier mit einer Feuerkugel kalt machen. Das wäre bestimmt auch ganz lustig. Weißt du, der Aschefürst hier und so weiter, mega Lord of Fire und hast du nicht gesehen? Dann kommst du mit dem Feuerball, machst du mit dem Feuerball platt. Das wäre lustig. So. So, ich hau mein Estus Flakon einfach rein. So ganz entspannt. Und dann gucken wir mal, wo uns das Ganze hinführt. So. La 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 la. Also ich weiß, es ist gerade nicht sehr spannend, muss ich sagen. Weil es immer das gleiche ist. Du läufst hin, du tötest alle Gegner, du begegnest Gwyn, Gwyn tötet mich. Ich laufe wieder hin, ich töte alle Gegner, ich begegne Gwyn, Gwyn tötet mich. Das ist so gerade eigentlich der... Ja, der essentielle Teil von, der hier gerade passiert. Den kann ich irgendwie nicht... Also entweder kann ich die Schläge von dem nicht parieren oder ich habe das falsche Timing. Ha. Den habe ich ja vorhin auch pariert. Ich weiß, den habe ich vorhin pariert. Aber entweder drücke ich zu schnell, also zu früh oder zu spät. Bei dem bin ich mir echt nicht sicher. Bei dem mit dem großen mit der Axt hat es ja auch funktioniert. Den konnte ich ja auch parieren. Oh, schön. Ah.
Das Problem ist, ich will ein bisschen das Parieren auch noch zusätzlich üben. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich hier gerade auch, ich könnte die locker besiegen. Ich könnte die locker besiegen mit meinem Schild hoch und der Strategie, wie ich sonst immer gemacht habe. Aber ich würde ein bisschen gerne das Parieren dann doch üben. Weil ich glaube, ich brauche das echt. Also mit macht es den Gewinn, glaube ich, viel einfacher. Weil ich brauche, lass mich überlegen, vom Damage her an sich muss ich ihn nur viermal parieren, dann ist er tot. Viermal den Damage parieren, dann war's das. Naja, schauen wir mal. Ach ja, ein Fest. Ein absolutes Fest. So. Okay, den kann ich nicht parieren. Ach, jetzt reicht's aber langsam. Jetzt reicht's aber langsam hier. Du willst am Ende nur behaupten können, was gemacht zu haben, was ich nicht kann. Ja, das, ich muss fairerweise dazu sagen, dieser Anreiz, dass ich einen Gegner mit Parieren besiege und der Cooper nicht, ist schon ein Anreiz. Das muss man fairerweise dazu sagen. Das ist, doch, das ist eigentlich... Es ist durchaus ein Anreiz, ich gebe es zu. Das Schlimme ist, ich rege mich bei den Toten zum Beispiel gar nicht auf gerade. Einfach nur, weil es ja mein eigenes... Ich brauche noch mehr große Ritterschwerter. Ich habe noch nicht genug. Ich finde, ich trage noch nicht genügend große Ritterschwerter mit mir rum. Wo platziert er die eigentlich? Das ist das nächste Spannende. Das würde mich mal interessieren, wo er die platziert. Weil es ist ja nicht so, als würde die ja, keine Ahnung, irgendwelche magischen Taschen oder so dabei haben. Du kannst zwar nur bestimmte Ausrüstung tragen, dann wirst du zu schwer, aber im Inventar kannst du alles haben, das ist gar kein Problem. Das ist, naja. Aber gut, ist bei Witcher ja auch so. Hast du plötzlich 200 Schwerter irgendwo, aber keine Ahnung, wo du die halt hin positionierst, außer in deinem Pferderucksack halt. Es ist tatsächlich so. Wenn die Schulter zuckt, sofort parieren. Nochmal ein Großschwert. Yay, ich brauche mehr Großschwerter. Ist tatsächlich so. Jetzt immer die Frage, wenn der seinen Sprungangriff macht, ne, müsste ich ja eigentlich direkt... Du nennst das Teil aber auch jedes Mal anders. Großes schwarzen Ritterschwert, schwarzes Großritterschwert, große Ritterschwerter. Das Ding heißt schwarze Ritter Großschwert. Ja, ist doch egal. Es ist ein Schwert. Es ist ein verdammtes Schwert. Beweisführung beendet. Okay, mit dem Sprungangriff, das geht nicht so. Geht bestimmt auch, aber da muss man ein anderes Timing haben. Toll. Das hat sich hier gelohnt. Schwarzer Ritter, Großaxt. Toll, habe ich auch schon 5, glaube ich, mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. La 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 la. Na komm. Ciao. So. Dann gucken wir mal. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Ich weiß es immer noch nicht. Ich probiere es mal auf ihn zurollen, wenn er springt. Ja, das war's. Auf ihn zurollen muss ich.
Aber das geht nicht. Das Parieren geht nicht. Egal, wann ich parieren möchte, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Aber ich muss auf ihn zurollen. Dann geht's.